Hallo zusammen, ich bin Agentin Lizzie von Agentinnet und heute bin ich in Greifswald bei der Band Kein Plan. Hallo Jungs. Hi. Ihr könnt euch mal bitte kurz der Reihe nach vorstellen, wer ihr seid. Ich bin Ed. Ich spiele Gitarre. Olaf. Ich bin Schatzek. Ich bin Franz, ich spiele auch Gitarre. Ich bin Paul und ich singe. Und Richie ist nicht da, ich bin Bart. Ja, genau. Okay. Ich bin da. Ihr könnt sagen, seid aus Greifswald und euch gibt es schon ein paar Jahre. Ja. Wie lange genau? 8 Jahre? 7? 7, 2003. Okay. Was macht ihr Musik? Punk. Kann man auch ziemlich Punkrock nennen. Skatepunk, ein bisschen melodisch, Hardcore Einflüsse hat es auch. Ja, nimmt es eigentlich auf den Punkt, ne? Schnell und laut. Schnell und laut muss sein. Ja, genau. Und ihr spielt ja auch in Greifswald. Ja. Und unter anderem. Und die Auftritte? Habt ihr alle in Greifswald, wie oft seid ihr unterwegs? Auf der Bühne, wo kann man euch sehen, wenn man euch sehen will? Also in ganz MV? Waren wir eigentlich schon, wir waren auch schon in Hamburg, bei Berlin, in Polen hatten wir auch schon einen Auftritt. Und ja, wenn man uns sehen oder hören will, kann man auch gerne mal zur Probe vorbeikommen. Oder speziell, wenn man CDs kaufen will oder sowas. Proben halt immer. Oder auch die meisten. In Greifswald halt natürlich. Ne? Ja. Habt ihr in Iguo? Genau. Das ist genau hier, wo wir gerade sind. Wir supporten auch sehr geil junge Nachwuchsbands. Und gefällt uns hier auch sehr gut. Fangen wir doch mal von eurer Musik zu sprechen. Eure Texte sind mehrheitlich Deutsch, Englisch? Englisch. Englisch. Ja. Schon immer auf Englisch habt ihr angefangen mit Deutsch zu singen, wie viele das gemacht haben? Ja, genau. Also exakt. Wir haben angefangen mit einem Mischmasch aus Deutsch und Englisch. Also als erstes war es Deutsch. Irgendwann kamen ein paar englische Tracks dazu und jetzt ist es hauptsächlich Englisch. Wer schreibt bei euch? Alle. Alle? Ja. Aber meist Paul. Meistens ich, aber... Ich frage die anderen, ob es in Ordnung ist, wir ändern zusammen Dinge und passen das nochmal genau auf die Songs an. Aber gibt es auch so Momente, wo ihr zusammen so einen Moment habt, wo euch was Geiles einfällt und dann sofort das Instrument habt? Ja, also Frankie kommt das ja mal an mit der einen oder anderen richtig geilen Idee. Ja, genau, also meistens erst mal die musikalischen Sachen und dann der Text erst nachher drauf. Ja. Also gibt es keine Streitpunkte in Textsachen? Da gab's also auch schon Kleinigkeiten dabei, oder? Nur Kleinigkeiten. Worüber haben wir da alle Texte? Also es sind größtenteils politische Texte gegen zum Beispiel Polizeirepressionen, gegen Ausländerfeindlichkeit, gegen Diskriminierung von anderen Menschen, von Menschen, die anders sind und ja, auch gegen Sexismus, Frauen und Männern gegenüber. Und ja, wir machen halt hauptsächlich sozialpolitische Texte. Statements abzugeben. Genau. Und früher war das teilweise auch sehr, sehr oft Liebeslieder und haben wir uns von abgewandt, weil es wichtigere Dinge vielleicht auch im Leben gibt. Ne? Wichtiger als Liebe gibt's, ja? Eigentlich nicht, aber wie soll man das sagen? Ja, aber ihr seid ja auch Greifswald. Und ich erinnere mich an einen Song, What Happened to My Mutter? Ja. Und geht in den Song und er ist mir noch hängen geblieben. Erik. Erzähl mal. Ja, man kann das jetzt unbedingt auf unsere auch nur auf Greifswald beziehen. Es geht, glaube ich, ja, vorher den Text zu schreiben. Ich glaube, damit ist ausgedrückt, dass einfach die Menschen in ihrer Stadt bleiben, nichts erleben, nichts immer den gleichen Alltag haben, nicht rauskommen, nichts machen. Und das ist, glaube ich, so an sich die Hauptaussage des Ganzen. Die Kids versauern vom Fernseher, kommen nicht raus. Und ja, das ist unsere Gesellschaft momentan einfach mehr darauf achten sollte, nicht vom Fernsehen zu enden oder sich zu Hause einzuschließen, sondern wenn irgendwas nicht passt, auf die Straße zu gehen und was zu ändern. Und darum handelt der Song halt hauptsächlich. Okay, also ist euch besonders wichtig, daran zu appellieren an die Jugend vor allem, oder? Genau. Leute, die Frau auf die Straße ändern? Ja, aber es ist ja auch, geht ja für alle Leute so. Aber ja, stimmt. Das Lied hat sich ja doch als mehr so mit Leuten bezogen, die jetzt in der Stadt groß geworden sind und jetzt auch noch in unserem Alter sind. Aber generell kann man es eigentlich auf alle Leute projizieren. Dass sie den Arsch kriegen, wenn sie Lust haben. Genau. Wie ist die Resonanz von den Leuten, die euch hören? Gibt es Leute, die zu euch sagen, ey, kein Plan, ich habe einen Song gehört von euch, ihr habt so recht, das hat mir irgendwie auch. Oder kriegt ihr überhaupt von den Fans irgendwelche? Also wir kriegen, wir haben auch
Ja, wir haben viele Freunde, die sich auch, die halt auch oft zu unseren Konzerten kommen, die uns auch positive und auch negative Feedbacks geben natürlich. Und ja, und speziell einen Song, ja, den uns Leute ansprechen, vielleicht Enemy, ne? Wenn dann geht es auch mehr um die musikalische Seite an den Liedern. Genau. Weil bei Konzerten ja meistens der Text nicht so zu verstehen ist. Mhm. Und ich glaube, ja, das, was wir jetzt so haben, wo die Leute Texte haben könnten, von unserer EP, das haben nicht so viele. Und deswegen. Das ist eigentlich nicht so richtig, worüber wir singen. Eigentlich muss das ja, doch, also es kommt schon rüber, so, ne? Aber ja, ich ja. Also nochmal kurz zu dem Song Enemy. Ihr habt auf eurer Webseite ein Video hochgeladen. Ja. Wir haben ein Video, also bitte erzählt mal davon. Ja, war lustig, ne? Wie kam die Idee, wie kam die Umsetzung? Also, es war eigentlich mehr Zufall. Wir waren gerade bei den Aufnahmen. Bei Pete Music in Rostock. Genau, in Rostock. Und da haben wir einfach so nebenbei ein bisschen was gefilmt. Irgendwas, was uns lustig vorkam. Genau. Wir haben abends total besoffen auf den Hitmix von der Nico Ostendorf auf Ostsee, weil das war abgedämmt. Ja. Die Nassen und haben uns dabei gefilmt. Ja, und das kam im Endeffekt dabei raus. Wir haben das Videomaterial, als wir dann von den Aufnahmen zurückkamen, uns angeguckt. Haben das bis zusammengeschnitten. Ja, ich glaube auch eher so damit es irgendwie noch auf einer neuen Seite ist, so auf YouTube, das genau. Video ist jetzt nicht so da. Genau. Video, das ist einmal 14, aber da ist das Video noch hochgeladen und ja, das Video ist einfach mal, naja, von da war, wir freuen uns. Ja. Außerdem finden wir es gut, wenn wir den Leuten, die uns hören und die auch zu unseren Shows kommen, nahestehen, wenn wir mit denen reden können, wenn wir mit denen feiern können. Und naja, es ist halt auch cool, wenn man ein bisschen von sich preisgibt, vielleicht von den Studioaufnahmen oder sowas, ne, in dieser Form. Und habt ihr noch einige Sachen geplant, Sachen Video drin? Oh, wir drehen erstmal, glaube ich, nicht, oder? Also Fotos. Erstmal Fotos. Ja, Fotos, das Album fertig machen, also die nächsten Lieder. Wir sind gerade dabei, ein neues Album. Genau. Einfach am Schreiben. Also am Schreiben und am Aufnehmen, also. Das kann ich empfehlen. Also die Aufnahme ist in Planung. Das wird jetzt im Herbst auch über die Bühne gehen und am Texte schreiben sind wir auch noch Texte und am Song schreiben, ja. Was wird das Album erwarten? Worauf können die ganze freuen? Ja, ich glaube, dass wir im Gegensatz zur letzten Aufnahme immer noch uns jedes Mal noch ein bisschen, also für unsere Feld, also für unsere, wie soll ich sagen, ja, so wie wir das eigentlich steigern wir uns immer noch so, also und ändern immer noch so ein bisschen unser Musikstil. Mhm. Und ja, also uns gefällt es natürlich von manchmal immer geiler. Also die neuesten Lieder sind auch meistens so, wie die uns am meisten gefallen. Wie war denn die Veränderung von 2003 bis 2010? Ich erinnere mich noch an irgendeine Textstelle. Oh, jetzt kommt es. Ja, 5 Jahre lang mit Kitty Pop. Ach so, das ist gar nicht so alt. Das ist gar nicht so alt. Ach, da, wir haben früher, das kommt halt, also das ist halt eine Textstelle auch wirklich von früher, ne? Wir haben schon immer mehr Skatepunk die Richtung gemacht, ne? Und es wurde auch teilweise ein bisschen poppiger, jetzt wird es wieder ein bisschen härter. Und naja, zu unserer poppigen Zeit wurde uns auch gesagt, na, kein Plan, die machen Kitty Punk und so, und da haben wir halt nie drüber geschrieben, ne? Dass wir dazu stehen, was wir machen und dass wir es uns im Gegensatz zu anderen Bands auch aus unserer Stadt schon immerhin damals zu dem Zeitpunkt 5 Jahre lang gab und wir waren stolz drauf, auch auf das, was wir gemacht haben, und wir stehen auch dazu natürlich. Ne? Und wenn uns wer nachsagen möchte, wir machen Kitty Punk, dann soll er das machen. Ne? Also, wir haben jetzt nur damals genau den Song zu schreiben und wie alt ist er ungefähr? 3-4 Jahre? War 3 Jahre, ja? 2 Jahre muss er sein. Das von Pimiri, stimmt. Ja. Aber das Weißmann hat ja keinen Plan schon, welchen Namen, oder? Also wenn man das anspricht, keinen Plan? Ja, ich glaube schon. Ja, dann morgen. Also ich habe es schon in anderen Städten gehört, in großen Weltenwelt sein. In Zürich zum Beispiel, dass irgendwelche Leute, die aus Greifswald sind, die haben keinen Plan. Das war's, okay. Cool. Sogar da. Ja, also es geht halt auch um. Ist halt auch immer wichtig, Kontakte zu pflegen. Wenn man Leute kennenlernt, man meldet sich bei denen, man spielt dann wieder Shows und ja, du kommst halt alles ins Rollen. Ne? Und wir versuchen halt auch so viel wie möglich auf die Bühne zu kommen. Und das stellt mir gar nicht so einfach vor. Nee, also man muss. Es gibt halt Zeiten, wo man angeschrieben wird und das läuft von alleine. Und es gibt aber auch Zeiten, wo man sich wirklich hinsetzen, am besten über MySpace, die Leute anschreiben, die Clubs anschreiben. Ja. Und der nächste Auftritt in Rostock, habt ihr schon trainiert? Nö, haben wir jetzt erstmal nichts geplant, weil es auch irgendwie in den letzten zwei Monaten hatten wir auch irgendwie total wenig Zeit.
weil immer irgendwas war, natürlich hatte Prüfungen und Schnickschnack so. Und jetzt machen wir neue Lieder und jetzt werden wir mal wieder ein bisschen umfragen, mal wieder Leute fragen, ob sie Bands brauchen und so. Und dann man kann natürlich immer wieder auf myspace.com/keinplan Band kann man natürlich wöchentlich oder täglich, wenn man will, gucken und hören, was wir machen und auch natürlich schauen, wo man uns live sehen kann. Also Leute, vielen Dank fürs Interview. Geht auf die Seite von MySpace und kein Plan Band und natürlich auf Agentinnen.net. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.